Lena. So, wir sind wieder hier. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, also ich freue mich jedes Mal, wenn du wieder vorbeikommst und so weiter. Ja. Da läuft immer was, gell, wenn wir beide miteinander sprechen. So ist es. Und zwar, was haben wir für ein interessantes Thema heute, Martina? Ja, im Wandel der Zeit. Ja, wir sind im großen Wandel, wo wir momentan drin sind. Absolut. Also ich habe überhaupt das Gefühl, es dreht sich immer schneller und schneller, das Ganze. Ja, exponentiell. Ja, also es geht so richtig aufwärts. Also ich habe gerade letztens mit jemandem gesprochen, die hat einen Job. Und das war mal im Büro zu arbeiten, oder? Mhm. Und die hat halt eine riesen Angst vor dem Jobverlust zum Beispiel, oder? Weil sie einfach auch denkt, im Wandel der Zeit, dass einfach das nicht mehr braucht in Zukunft. Und wir haben ja gerade in einem Buch gelesen, oder? Genau. In einem Buch gelesen und da drin steht eben Wirtschaftsrevolution. Ja, also ganz ein interessantes Buch, übrigens auch eben Branchen der Zukunft. Übrigens, ich habe sie da von diesem persönlich kennengelernt. Ja? Mhm. Also eine wirklich große Persönlichkeit, der hat mehrere Firmen, der hat ungefähr 30 Unternehmen. Wow. Der gibt auch genau in diese Richtung Schulungen. Ja. In USA, in Europa und so weiter. Und der hat eben auch über das gesprochen, was wir schon lange tun. Ja? Und das war unglaublich interessant, wo er sagte, Rolf, du hast genau das, was die Menschen brauchen in Zukunft. Und das gibt ein sehr gutes Gefühl, dass wir beide eben schon auf dem richtigen Weg sind. Ja, weil das Schöne daran ist, also die Haupttrends, ne? Wirtschaft, Revolution und die damit verbundenen Konsequenzen und vor allen Dingen Chancen. So, und darüber reden wir jetzt. Genau. Genau, wir wollen mal ein bisschen ins Detail gehen. Also auf jeden Fall, die Konsequenzen, sie sind sehr brutal. Die sind sehr brutal, wenn man nichts tut, wenn man nichts ändert. Also wenn du jetzt hier sitzt, in der bequemen Zone, wahrscheinlich zu Hause im Stuhl vor dem Computer und schaust hier jetzt im Facebook oder eben auch YouTube und so weiter, wo man überall uns finden kann und sagst, ja, die haben gut reden. Ja? Ja. Es ist wirklich gar nicht schwierig. Es ist wirklich einfach, aber man muss einfach mal die Lupe nehmen, ja, und das ein bisschen größer sehen oder vielleicht ein bisschen positiver sehen, der Wandel der Zeit. Und das ist unglaublich interessant. Und gerade Menschen übrigens, die mal einen Beruf gelernt haben, ich nehme jetzt an, Schreiner, wird immer härter, die müssen immer mehr arbeiten fürs Geld. Ich würde also heute nie mehr in mein Schreinerunternehmen zurückgehen. Erstens hat sich das alles auch digitalisiert, sehr, sehr viel. Mhm. Aber ich mache viel lieber das, was wir tun, weil hier können wir eben den Menschen genau solche Lösungen und Brücken bauen. In dem Fall, genau, und aus der Konsequenz eine Chance entwickeln. Richtig, ganz genau. Das ist ja das große Ziel, was wir haben, dass wir euch, ihr lieben Zuschauer, die Möglichkeit geben durch eine, ich greife jetzt mal einfach ein bisschen vorweg, ne? Wir bieten ja immer diese kostenfreie Standortbestimmung an, um genau euch richtig zu positionieren. Also sprich, ihr positioniert euch mit unserer Unterstützung. Mit unseren Werkzeugen, mit unseren Tools, mit unseren Online. Also übrigens verbinden wir die Online mit der Offline-Welt. Genau. Jetzt reden wir offline miteinander, gell? Aber wir bringen online rüber. Genau. So ist es. Ja, also nicht ersetzen, sondern eben verbinden. Verbinden. Und da gibt es unglaubliche Chancen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, für was, dass du alles fähig bist. Ja? Aber es sind auch die Prägungen in unserem Kopf drin. Ich habe jetzt immer nur das gemacht in der Vergangenheit und ich kann nur das und ich habe das gelernt. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich mit dem Lebenslauf und von meiner Vergangenheit etwas anderes finde. Genau. Ja. Als Beispiel. Als Beispiel. Ja. Aber auch da hat sich sehr viel gewandelt. Ist ja auch das Mindset, ne? Ja, weil wenn natürlich man dann so denkt, wie du eben gesagt hast, ich habe ja das gelernt und jetzt gibt es das vielleicht bald nicht mehr, ne? Aufgrund der ganzen Veränderung und Wandel der Zeit ist ja unser Thema, dann kommt ja vor allen Dingen durch dieses Mindset-Programmierung ja als erstes mal die Angst. Ja, das ist so. Weil ja, ich habe das ja gelernt und jetzt gibt es nicht mehr. Ups. Ja, so, du darfst nicht machen, ich habe noch nie einen Lebenslauf geschrieben. Noch nie in meinem Leben habe ich einen Lebenslauf geschrieben. Du meinst jetzt eine Bewerbung oder Lebenslauf? Eine Bewerbung. Beides? Ja, natürlich, Bewerbung braucht man einen Lebenslauf. Ja. Ja. Habe ich noch nie gemacht. Noch gar nie. Ja, dann bist du wahrscheinlich
Gehörst du zu den 2% oder? Ich weiß es nicht. Die das noch nie gemacht haben? Ja, aber genau in diesem Wandel drin, wo wir auch hier jetzt lesen, wiederum Konsequenzen und Chancen, ich habe aber immer Chancen gesehen. Ja. Ich habe plötzlich irgendwie eine Fernsehsendung gesehen und gesagt, das wäre doch interessant. Aber ich habe nie gejammert, was ist denn und so weiter. Ich habe immer mit Menschen gesprochen und die Türen sind mir geöffnet worden, ja. Das und liegt bestimmt am Appenzeller Käse. Nein. Du bist in der frischen Luft aufgewachsen. Also, bei mir haben sich Türen geöffnet, ohne Käse zu verteilen, ja. Ich habe den gerne, ja, natürlich, eben. Also ohne den könnte ich nicht sein. Aber ein kleiner Scherz. Alle diese Türen, die sich geöffnet haben, nicht so dumm mit Käse, aber ich glaube, wichtig ist Kommunikation oder einfach ein bisschen über die Nasenspitze raus zu sehen und zu denken und einfach auch ein bisschen zu sehen, ja, was ändert denn sich jetzt alles? Was passiert denn in diesem Wandel der Zeit? Was für Branchen werden wegrationalisiert und was für Branchen werden immer wichtiger? Ja? Ja. Zu unterscheiden, was ist schlecht und was ist gut. Ja? Wenn man im Internet schaut, irgendwo, okay, ist das ein Marktschreier oder steckt da etwas dahinter? Es ist wichtig, glaube ich, einfach der gesunde Menschenverstand zu haben. Ja, und behalten. Und behalten, ganz wichtig, und eben zu analysieren. Und, ja? Genau. Und vor allem ist ganz, ganz wichtig, übrigens, was immer wichtig wird, ist die Kommunikation. Auch das Zwischenmenschliche, mit Menschen zu sprechen. Ich war schon an Tischen und habe mit Menschen gesprochen, habe gar nicht gewusst, was für eine große Persönlichkeit das war. Mhm. Genau, dieser Schriftsteller zum Beispiel, mit dem habe ich Abend gegessen, mit seiner Frau und ihm und seinen zwei Kindern im Mövenpick Hotel in Regensdorf. Mhm. Ja? Ich habe nicht gewusst, was das für eine Persönlichkeit war. Mhm. Aber ich bin so gut mit ihm ins Gespräch gekommen. Wir haben gesprochen miteinander in diesem Wandel der Zeit, was ist gefragt, was ist nicht gefragt, dass die Amerikaner halt in gewissen Gebieten ein paar Jahre voraus sind, der Europäer, glaube ich, im digitalen Bereich online machen. Das ist unglaublich, wie bereichernd dieses Gespräch war. Und wenn man mit Menschen solche Gespräche führt, dann ist es eine Erweiterung auch vom Geist. Richtig, ne? Dann gibt es neue Klicks. Man redet gar nicht über das, was nicht funktioniert praktisch. Ja. Man sieht immer das, was funktioniert. Immer die Lösungen praktisch. Und jetzt kommt es einfach darauf an, eben, wie siehst denn du die Zukunft? Was für Lösungen siehst denn du für dich selber? Kannst du erkennen, was in Zukunft gefragt ist? Mhm. Kannst du erkennen, was für Fähigkeiten das du hast? Du hast Fähigkeiten, wo du gar nicht kennst. Aber wichtig ist sogar, dieser Wandel tut den Menschen sogar gut, weil sie wieder mal umdenken müssen. Ja, es ist immer nur aus einer Notwendigkeit. Genau. Können große Chancen entstehen und dafür sind wir da. Rolf. Auch bei dir, ich habe dich letzte Zeit ein bisschen beobachtet, Martina, du hast ja ein Business, du hast ja eine Firma, aber du hast wieder irgendwo eine Idee erkannt, wo Menschen oder Kleinunternehmen wieder einen großen Nutzen haben. So wie ich sehe, macht dir das riesen Spaß. Ja. Ja? Also es kann passieren, was will. Wir haben einfach keine Angst vor der Zukunft, wir freuen uns riesig auf das, was alles kommt. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen für heute Abend. Naja doch, man könnte jetzt schon noch stundenlang darüber sprechen, was wir auch bestimmt noch tun. Aber eben, hab wirklich Mut. Hab Mut. Ne, ich glaube, wichtig ist einfach auch, dass du vielleicht jetzt einfach mal sagst, okay, mit diesem Bein will ich zusammensitzen. Hm. Das gibt immer so bereichernde Gespräche. Übrigens, letzte Woche war jemand da, die ist vom Wallis hierher gekommen, das ist eine Unternehmerin, eine erfolgreiche Unternehmerin. Ja. Die wollte uns etwas zeigen und wir haben so ein zukunftsorientiertes Gespräch gehabt, dass sie das so interessiert hat, was wir tun. Mhm. Und da gibt es unglaubliche gute Synergien wieder. Das heißt, wir sind geschäftlich oder unternehmerisch sogar jetzt verbunden. Mhm. Ja, aber das ist ganz interessant. Uns öffnet sich wiederum Türen, ihr öffnet sich wiederum Türen, einfach weil wir miteinander Kaffee getrunken haben. Wir haben über ihre Lösung, über unsere Lösung und da beide sind so unglaublich zuversichtlich. Wir haben gelacht an diesem Tisch. Wir haben Kaffee getrunken. Es haben sich einfach wieder neue Türen geöffnet. So ist und darum das. Ist ein solches Gespräch natürlich unglaublich bereichernd. Das sehen wir einmal auch bei uns, vor so einem solchen Tag. Oder? Ja. Also wir kommen ja jede Woche zweimal zusammen. Ja. Aber nicht nur das, was wir jetzt hier reden, sondern die Gespräche vorher und nachher sind unglaublich bereichernd. Ja. Oder?
Absolut, und wir würden dich gerne dabei haben, oder? Wenn da noch das Feuer ist. Ja, also eben Grundvoraussetzung ist einfach eines, nicht irgendwie negative Menschen, ist alles so schlimm, bequemen Zone, sondern ein Feuer, ein Inner, einfach Mut zur Veränderung zu haben. Ja? Also ja. Einfach wirklich zuversichtlich, begeistert und ein inneres Feuer zu haben, wo einfach noch irgendetwas brennt. Und dann sitzen wir unglaublich gerne zusammen mit dir. Also, einfach ins TUN kommen. Tun. Raus aus der Box. Raus aus der Box. Ja. Genau. Wir freuen uns auf den Anruf und auf unser gemeinsames Gespräch, um Synergien zu besprechen. Ja. Und um? E-Mail, egal was, du kannst über alle Kanäle uns erreichen. Wir sind so dran. Übrigens, wir sind, letztes Mal hat jemand gesagt, wir geben alles raus. Es gibt übrigens Menschen, die geben ihre Telefonnummer nicht raus, weil sie Angst haben. Es gibt Menschen, die geben ihre E-Mail-Adresse nicht raus. Die melden sich nirgends an, wenn sie Angst haben. Und ich glaube, das ist so wichtig, eben genau in diesem Wandel der Zeit. Gib das, was du hast. Uns kann jeder anrufen, uns kann jeder kennen. Wir haben für jeden Menschen Nutzen. Und das ist, glaube ich, Transparenz, oder? Also bis bald.